Servus beinahe, zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Das freut mich brutal. Und heute gibt es mal wieder, wie ihr unschwer erkennen könnt, ein kleines Bogenschießvideo. Ich habe mich wieder viel verbessert, habe viel dazugelernt, habe einen Haufen neue Sachen erfahren, weil ihr so nett seid und mir immer wieder Tipps und Sachen reinschreibt. Ich habe einige Sachen über Pfeile gelernt, über Knockpunkte, über Spinewert und so weiter. Und wie gesagt, es geht ja hier darum, Bogenschießen für blutige Anfänger, so wie ich. Und ich möchte von null auf praktisch selber mich da reinfuchsen, keine Bücher lesen, sondern einfach gucken, warum Sachen funktionieren, warum Sachen nicht funktionieren, warum Sachen manche Schrott sind und warum manche Sachen einfach cool sind. Das ist so mein Ziel. Und es hat sich brutal was getan. Es hat sich vom Schießen her brutal was getan. Es hat, wie soll ich sagen, es haben sich ein paar richtig coole Sachen entwickelt. Ich habe ein paar Sachen wieder in Zeitlupe für euch aufgenommen. Und jetzt erzähle ich euch erstmal so ein bisschen was. Also, ich habe, wie gesagt, wahnsinnig viel über Pfeile gelernt. Hier geht mein Dank raus an Richie. Super Typ und war echt ein total cooler Nachmittag. Ja, ich weiß jetzt, dass es einen Spinewert gibt. Mein Spinewert, den ich für den Bogen brauche, ist irgendwie 500. Soweit bin ich aber noch nicht, weil ich noch einen Haufen alte Pfeile habe und weil ich am liebsten immer noch auf Dosen und auf irgendwelches Zeug schieße, damit sich einfach was bewegt. Das macht mir halt Spaß. Und ja, die Treffsicherheit, die ist mittlerweile da und das ist halt schon cool. Und jetzt muss ich halt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber solange ich die alten Pfeile habe, werde ich die aufarbeiten. Selbst die neuen Pfeile sind im Vergleich zu den Pfeilen, die mir da der Richie zum Schießen gegeben hat, ein Schrott. Ja, also da gibt es schon riesige Unterschiede und das ist schon cool. Dann habe ich gelernt, es gibt verschiedene Pfeillängen und man hat den Pfeil, den misst man mit so einem Stabball und dann sieht man halt, wie viel Zoll Auszug man hat und dann weiß man, wie lang der Pfeil sein muss. Und dass 32 Zoll für mich viel zu lang ist. Ich brauche irgendwie 28, 30, irgendwie sowas, aber die sind halt super lang. Muss ich mich auch dran gewöhnen, muss ich mir anschauen. Für euch halt auch wieder eine Info. Pfeillänge wird gemessen. Spinewert muss ermittelt werden. Das ist praktisch dafür da, je nachdem, wie stark der Bogen den Pfeil beschleunigt, verwindet es den Pfeil und schiebt ihn praktisch zusammen und der Pfeil versucht im Endeffekt, sich selber mit seinem eigenen Arsch zu überholen. Darum den Spinewert. Das heißt, der muss halt stabil oder weniger stabil oder steifer oder nicht so steif sein. Ja, wie im richtigen Leben. Dann gibt es den Knockpunkt. Das ist der Punkt, wo man den Pfeil ansetzt. Das ist für mich noch so ein Mysterium, wo ich mich noch weiter reinfuchse und wo ich selber für mich ausprobieren möchte, da dieser Knockpunkt so weit oben sitzt, dass der Pfeil eigentlich nicht im 90-Grad-Winkel auf die Sehne kommt. Ist für mich wieder komisch, muss ich mich damit befassen und dann sage ich euch warum. Das ist genauso wie die Seite, wo man Pfeil einlegt. Die Profis haben mir erklärt, es gibt das mongolische Pfeilschießen. Da legt man den Pfeil auf die andere Seite und dann kann man auch schneller nachladen. So wie ich es im allerersten Video mal erörtert habe und nicht verstanden habe, was ich da eigentlich erzähle. Wie gesagt, riesige Unterschiede bei Sehnen, riesige Unterschiede bei Pfeilen. Es ist wahnsinnig interessant, wenn man mit einer echten Feder schießt. Ich habe gelernt, dass es hier eine Leitfeder gibt, die da, die zeigt praktisch immer vom Bogen weg. Dann habe ich gelernt, dass ein Rechtshänderbogen mit der linken Hand gehalten wird und mit der rechten Hand gezogen wird. Also der Bogenname, Rechtshänderbogen, ist immer der Name für die Hand, die zieht und nicht für die Hand, die den Bogen festhält. Mei, muss man auch erstmal wissen. Dann würde ich sagen, nachdem ich jetzt viel gequatscht habe und vielleicht für die wirklichen Anfänger unter euch, die genauso frisch sind wie ich, ein paar neue Informationen rübergebracht habe, fangen wir jetzt mal so ein bisschen mit ein paar lustigen Schüssen an. Ich habe es gesagt, ich kaufe mir jetzt keine teuren Pfeile, weil ich einfach auf Sachen schießen will und da gehen halt die Pfeile kaputt. Und ich schieße auch mit denen nicht schlecht, ihr werdet es sehen. Also für euch wahrscheinlich schieße ich total bescheiden, aber ich bin ganz zufrieden damit. Dann legen wir mal los und ja, viel Spaß bei den paar Probeschüssen und viel Spaß bei den paar Zeitlupen.
mache ich eine kurze Pause zum Finger aufwärmen und ziehe mir eine andere Jacke an. Weil das mit der irgendwie, das funktioniert nicht gescheit, weil ich da immer an diesem Reißverschluss und an den Knöpfen mit der Sehne hängen bleibe. Ja, Spätzchen, das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Die schon alles wissen, haben sich vielleicht ein bisschen drüber amüsiert. Finde ich auch super. Und da wieder mein Aufruf, hinterlasst mir Kommentare und schreibt mir, was ich besser machen kann. Freut mich halt total, wenn die Profis da so ein bisschen reinschauen, mir ein bisschen Tipps geben oder sich ein bisschen drüber amüsieren. Stresst mich jetzt auch nicht viel. Und mei. Ihr wisst es ja, kauft kein Glump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen, kauft es nicht zu teuer ein, wenn was schon rumliegt. Benutzt das Zeug, schaut, ob euch die Sachen Spaß machen. Und wenn sie euch Spaß machen, dann steigert es euch ein bisschen und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man investiert oder nicht. Tja, ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch.